Unser Job jetzt im Coaching-Bereich, deswegen haben wir auch diesen 6-Wochen-Startprozess für Coaches entwickelt, ist, Coaches, die das vielleicht gerne machen wollen, die Chance zu geben, herauszufinden, dass sie es nicht machen wollen. Schönen guten Morgen. Das ist die Basis von unserem Coaching-Kurs. Die Basis unseres 6-Wochen-Coaching-Kurs ist nicht, keine Ahnung, wie verdienst du 2000 Euro am Ende dieser 6 Wochen, sondern, okay, willst du das überhaupt? Und wenn die Antwort Nein ist, finde ich das genauso großartig, wie wenn sie Ja ist. Du kannst es ausprobieren, ja? Du musst, weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Stunden in der Woche investieren. Hast kein finanzielles Risiko, hast kein Zeitrisiko. Das heißt, du kannst es echt einmal ausprobieren und schauen, will ich das? Investiere ich da Arbeit hinein, freiwillig? Stehe ich um 4 auf und überlege mir ein Programm oder stehe ich um 4 auf und texte meine 5 Leute durch. Bleibe ich am Abend auf und interagiere mit Leuten auf Social Media, weil sie ihre Fotos gepostet haben. Ja? Wenn du es nicht machst, ist es wahrscheinlich nicht das, was du gerne machen möchtest. Das ist okay. Das ist völlig okay. Gute Erfahrung. Nur damit bringen wir Perspektive rein, die da heißt, wenn du es nicht machst, kannst du aber auch nicht erfolgreich werden in dem, was wir machen als Coaches. Weil das ist ein essentieller Bestandteil davon. Und deswegen machen wir diese Sachen so praktikabel wie möglich. Du kannst innerhalb von 6 Wochen herausfinden, ob du es schaffst, 10 mit 10 Leute zu trainieren. Mit keinem Geld, keinem Equipment, mit gar nichts. Null. Und wir haben es gemacht. Es funktioniert. Das heißt, ich weiß, dass es funktioniert. Und jetzt kannst du es selber herausfinden. Ich würde mir wünschen, dass es solche Sachen in jedem Bereich dieser Welt gibt. Ja, du willst Autor werden? Okay, dann strukturiert dir irgendjemand, der gut schreiben kann und der schon erfolgreiche Bücher rausgebracht hat, strukturiert einen 6, 12, 18 Wochen Kurs, wo du herausfinden kannst und dann sagt er dir, okay, aber jetzt ist Go Time. Du schreibst jetzt 7 Tage die Woche, jeden Tag 6 Stunden. Und deine Recherche sind 2 Monate. Und jetzt machst du mal eine Woche. Und dann kannst du herausfinden, oh, das ist ein Buchschreiben. Okay. Ich dachte, ich habe eine Idee, hole mir einen Ghostwriter, rufe irgendwo beim Verlag an und stelle es auf Amazon und irgendwann macht es kling, 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 kling. Unternehmen das nicht wirklich so wahr, wenn sie schon Schüler haben, die praxisbezogene Tage machen müssen, dass sie die einfach nicht wirklich gescheit einschulen. Und bei meiner Meinung nach immer die meisten Unternehmer noch glauben, dass Leute für sie arbeiten. Das ist so ein Trugschluss. Das könnte nicht ferner von der Realität sein oder so, wie es sein sollte. Ich als Unternehmer arbeite für meine Mitarbeiter. Punkt. Punkt. Und wer das nicht verstanden hat, der führt ein Unternehmen, presst Leute aus und dann gibt es einen Gymgutschein, damit sie zufriedener sind und dann gibt es irgendwelche Marktforschungen und dann gibt es irgendwelche Firmen-Events, auf die keiner hingehen will und jeder fragt sich, warum der CEO keinen Applaus bekommt bei der Weihnachtsfeier. Weil es den Leuten nicht taugt. Es ist so. Weil es den Leuten nicht taugt. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir noch nicht hier gemeinsam trainiert haben, nach 2 Wochen. Das bringt mich fast um. Okay, wir können es jetzt auf Corona schieben und so weiter, aber das sind ganz essentielle Punkte. Eigentlich müsste das ein Teil vom Vorstellungsgespräch sein. Nicht, weil ich wissen will, wie fit du bist, sondern ich will schauen, wie du an neue Sachen herangehst. Was machst du, wenn es ein bisschen haarig wird? Was machst du? Das kann ich vorher nicht testen. Aber das machen wir doch beim nächsten Mal dann. Ich jage Leute in ein grausliches Sandbag-Worker durch, sichern uns vorher noch die Rechte für die Veröffentlichung und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Im Regen durch Matsch, im besten Fall. Nein, aber ich glaube, deswegen machen das Unternehmen nicht, weil es ein Risiko ist, weil du deine eigenen Prozesse nach außen kehren musst. Mhm. Weil du dich als Unternehmen auch in die Schuhe deiner Kunden versetzen willst. Und ich kenne ganz wenige Unternehmen, die das wirklich gerne machen. Es gibt genug, oder es gibt ein paar, die das sehr, sehr gut machen. Ganz nah dran sind, ja. Und auch wo Führungsebenen Social Media lesen und schauen, aber nicht ihre Posts, sondern was die Leute drunter kommentieren. Kommentare auf Facebook, auch wenn sie manchmal noch so hässlich sein können, also was die Unternehmensseite betrifft, Vision, von der alle träumen, wie auf der Website steht und so weiter. Ist da ich glaube, dass sie da ist, aber
ich glaube, dass sie nicht ankommt bei den meisten Leuten. Weil du so oft das Gleiche in anderen Worten sagen musst. Das ist, glaube ich, ein größter Teil von meinem Job. Es ist immer die gleichen 10 Sachen in unterschiedlichen Arten und Varianten, damit alle die Chance haben, das auf unterschiedliche Arten und Weisen zu verstehen. Für sich zu wahrnehmen. Ja. Oder das, was wir für unsere Mitglieder oder für die Leute, die da drin immer noch machen. Ja? Ja, am Ende des Tages geht es um Training, Ernährung, Schlaf. So, okay. Jetzt kann ich hinstellen und sagen, bei uns geht es um Training, Ernährung und Schlaf. Aber wie muss ich das formulieren, dass Leute sich wiederfinden? Was muss ich auch zeigen von mir? Wie muss ich das dokumentieren? Was gibt es für Geschichten dahinter? Was sagt A dazu? Was sagt B dazu? Das ist Einbahnstraßen-Marketing mit TV-Spots schalten, ist halt vorbei. Also ist nicht vorbei, aber es funktioniert anders. Na gut, legen wir los, oder? So, anknüpfen zum gestrigen Thema, nämlich dass wir eigentlich euch mehr anbieten müssen, mehr Individualität, mehr Einstiegsmöglichkeiten, andere Einstiegsmöglichkeiten, kein standardisiertes Modell. Möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber plaudern. Will ich das, was ich da mache und brauche ich es? Und wenn die Antwort nicht ja ist, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. So, das heißt, von unserer Seite machen wir das Bestmögliche oder das Menschenmögliche, um euch den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Das heißt nicht, dass es simpel ist, sondern dass wir ein Format finden, was für euch am besten funktioniert, um dann Motivation daraus zu generieren, nicht umgekehrt. Und die große Frage ist, willst du das in dem Moment, also willst du zum Trainieren beginnen? Wenn die Antwort nein ist, ist das auch kein Problem. Aber dann sagen wir das auch, sprechen wir das offen aus und vielleicht 6, 12, 18 Monate später fällt das auf einen besseren Nährboden, nämlich wahrscheinlich bei euch und auch bei uns. Das heißt, es gibt keinen richtigen Startzeitpunkt, um bei uns loszulegen, aber wir haben so viele Formate, wo man sich mal damit beschäftigen kann. Ihr könnt euch YouTube-Playlists von uns anschauen, wo wir Daily Challenges, Workouts und ein paar Hintergrundinfos auch gebündelt haben, einfach mal 10, 14 Tage das auszuprobieren und durchzutrainieren und schauen, okay, ist das was für mich? Ihr könnt euch jederzeit bei der Get Grexy Challenge anmelden. Wir haben DIY-Videos zu Equipment, sodass ihr es selber zu Hause mal ausprobieren könnt, um mal zu schauen, okay, glaube ich, taugt mir das, was ihr da macht. Und das ist für uns einer der wichtigsten Punkte, nämlich Free Content, Free Content, Free Content. Wir geben unsere besten Sachen raus. Das heißt, Zeit mit uns, um eure Probleme zu besprechen oder Herausforderungen, unsere Workouts, unsere Daily Challenges, um Verhaltensänderungen hervorzurufen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auf die eine oder andere Art und Weise auch da zusammenarbeiten könnten. Aber darum geht es gar nicht, sondern wir wollen einen anderen Zugang zu Fitness finden, der Spaß macht, den man überall machen kann, den ich mit meinen Freunden machen kann. Und wenn wir dabei ein bisschen begleiten können, sind wir wahnsinnig happy.